Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Payday 2 Stealth Video. Diesmal mit dem Kunstgriff. Wir haben ja letztes Mal die Kunstgalerie gestealtht. Und jetzt kommen wir mit einem weiteren alten Klassiker, den ich bisher noch nicht gemacht habe, und zwar Kunstgriff. Wir müssen für den Elefanten, ne, so heißt er, der Politiker, einen Senator ausschalten. Und zwar nicht, indem wir ihn umbringen, sondern indem wir ihn in Verruf gelangen lassen. Das heißt, wir klauen Gemälde, verkaufen die an den Senator, an einen Mann von dem Senator, haben aber Kameras eingebaut und der Senator hängt die Bilder dann bei sich auf und wir können bei ihm einbrechen und nach einem Safe suchen, wo Gold von Waffendeals drin sind. Und stattdessen packen wir dem Koks da in den Raum, machen den Safe leer und ja, hauen ab. Das ist ungefähr der Plan. Ich muss sagen, der dritte Tag wird der allerschwierigste sein. Den habe ich auch mehrmals gebraucht. Da werde ich dann nachher einen Cut machen müssen. Das sage ich dann aber nochmal. Es ist definitiv einfacher, wenn man zu zweit ist. Sowohl das Gold rauszuschaffen, das Koks reinzuschaffen, das Gold rauszuholen, als auch generell die Geräte zu finden und so weiter. Auch an dieser Stelle würde ich sagen, wäre es sehr von Vorteil, wie schon in der letzten Folge gesagt, das C4 mit dem Sensormodus zu besitzen. Also später an Tag 3 im Haus von dem Senator. Der erste Tag ist genau wie Kunstgriff, nur dass wir Kunstgalerie, nur dass wir halt 4 anstatt 6 Bilder brauchen, als Minimum. Aber ich werde natürlich auch hier versuchen, so viel rauszuholen, wie ich kann, auch wenn es am Ende nicht 9 Gemälde waren. Ich wollte die Kamera ausschalten, habt ihr ja eben gesehen, ist aber leider nichts draus, die Kameras ausschalten, also nicht nur eine Kamera, die Kameras ausschalten, weil halt sehr viele in diesem Raum rumgelaufen sind und da dachte ich mir dann so, erstmal verpissen, so, dann stand der Typ da und dachte ich mir, nee, komm, dann lass die Kameras eben erstmal an. Ich weiß gerade nicht, ob ich sie später ausgeschaltet habe oder nicht, ich glaube eher nicht, aber das werden wir gleich sehen. So, als erstes habe ich die 2 Gemälde aus Halle E gerettet. Halle E ist generell für mich, also die Toilette ist für mich der erste Anlaufpunkt. Dann Halle E gucken, was drin ist. Vielleicht in Halle D rüber, wenn nicht die Laser wären, wie bei Kunstgalerie, da waren ja die Laser. Und jetzt waren viele Wachleute da. Aber ansonsten normalerweise rüber zu D. Dann die Gemälde immer in die Toilette packen. Oder vielleicht auch in den Security-Raum, sofern er da hinten ist. Und jetzt in Halle A runter. So, erstmal gucken, dass keine Wache uns sieht, wie wir auf dem Dach rumklettern. Und da war mir das Risiko zu hoch. Ich wollte erstmal warten, bis der weg ist. Zumal er sich jetzt auch noch in die Richtung des Lichtes gesetzt hat. Und ja, im Fall kann man sich schlecht irgendwo verstecken. Ich glaube, jetzt gleich springe ich aber, weil ich sehe, wie er zum Ausgang rennt. Oder ich hab tatsächlich gewartet, bis er raus ist. Wow, ich hatte mal Geduld. Geduld sollte man auf jeden Fall ein gesundes Maß mitbringen. Man sollte nicht zu geduldig sein, weil dann wird der Heist meist zu lang. Ne? Also es muss sich ja auch noch lohnen für euch, die Warterei vom Geld und XP-Gradienten quasi. So, da haben wir nochmal 2 Gemälde. Die Kamera loop ich hier, weil die genau in die Richtung guckt, wo ich mich hinstellen will zum Werfen. Und da haben wir das Problem, dass der Typ sich von hinten angeschlichen hatte und ich echt nicht damit gerechnet habe. Aber Glück war, dass der Typ in Halle B uns nicht gesehen hat. Weil wir haben den Typen ja quasi wirklich in seine Richtung geschossen. Der ist ihm ja fast schon in die Fresse gesprungen. Ein guter Spot, um Leichen abzulegen, ist natürlich der beste, ist natürlich der Kameraraum und die Toilette nicht. Manchmal laufen Wachleute in die Toilette. Auch random, ohne den Föhn auszulösen. Aber hier. Es gibt Wege von Wachleuten, die sie hinter diesen Kasten führen. Das ist korrekt. Es gibt, dieser Weg wird aber sehr selten eingeschlagen. Das heißt, ihr seid recht safe. Die Sache ist, je länger ihr natürlich bei dem Heist braucht, desto eher wird da auch einer hinrennen. Von daher ist kein sicherer Spot, aber es ist vorerst ein sicherer Spot, um erstmal
Loot rauszuschaffen oder vielleicht die Leichen rauszuschaffen oder irgendwas zu machen, um ne, etwas für etwas Kurzfristiges zu finden. Ein kurzfristiger Spot für Leichen quasi. So, habe ich überlegt, ob ich den rausschaffen soll, aber das Problem ist, den Haupteingang rauszuholen. Da ist halt der Typ, der hinterm Pult sitzt, und ich habe ja in der letzten Folge gesagt, ich schalte den ungern aus. Der Nachteil daran ist, dass ich den ungern ausschalte, ist, dass ich dadurch auch keine Leichen durch den Haupteingang rausschmuggeln kann, weil der Typ uns natürlich noch besser sehen kann, wenn wir eine Leiche auf dem Rücken haben. So. Jetzt habe ich mir überlegt, scheiß drauf, da sind so viele Wachen. Wir machen erstmal den Haupteingang auf. Knirsch, Tür auf. Da ist auch wieder der Van, von dem ich letztes Mal gesprochen habe, damit wir hier hochkommen und nicht einmal auf die andere Seite rennen müssen und wieder übers Dach auf die andere Seite, dann springen wir runter, dann müssen wir wieder auf die andere Seite. So ist es definitiv angenehmer. Ihr könnt von da oben auch direkt die Taschen in den Van werfen, aber den Winkel habe ich meistens nicht so raus. Und da ich mich eh beeile, die Taschen rüberzubringen, habe ich auch nie so wirklich, dass ich sage, komm, lohnt sich jetzt? Nee. So, ein Wachmann. Und da ist noch einer, genau. Plupp. Seht ihr, der sieht uns leicht. Und ich weiß gerade nicht, wo er hinlief. War das der, der... Nein, es war nicht der. Okay. Es war nicht der Auserwählte. Der Auserwählte des nervigen Weg... der nervigen Wegfindung. So, da hatte ich auch wieder verdammt Glück. Und wie ihr seht, jetzt sind wieder so viele Leute hier auf der Seite und auf der anderen vermutlich gar keine. Wonach ich eigentlich hätte auf die andere Seite besser einsteigen sollen. Das ist der Auserwählte. Der Auserwählte, der unbedingt den Weg einschlagen muss und hinter diese Kisten laufen muss. Ist Pech, wer das ist, aber naja. Man kann auch nicht alles im Leben haben, ne? So, ihn sammeln wir auch wieder ein. Und damit haben wir jetzt zwei Wachleute ausgeschaltet. So, gucken, dass hier keiner ist. Das Einzige, was hier ist, ist eine Kamera. Und genauso gibt es hier auch keine Bilder. Und da habe ich mich die ganze Zeit so angestrengt, auf die Seite der Galerie zu kommen. Und dann ist da kein Bild. Das ist echt tierisches Pech. Aber naja, da kann man halt auch nicht viel dran ändern jetzt. So, also Zeit, auf die andere Seite der Kunstgalerie wieder zu gehen. Und versuchen, ein paar Bilder aus B rauszuholen. Nicht aus B, aus D. Aus Halle D. Da hinten, wo der Wachmann läuft. So, hier nochmal kurz geguckt, dass hier wirklich nichts war. Und da kam schon wieder der Erste um die Ecke geschlichen. Hier immer vorsichtig um die Ecke gucken, weil sie auch manchmal hier stehen können. Und da haben wir ein Gemälde. Im Prinzip könnt ihr auch in der Halle es oben durchs Oberlicht rauswerfen, aber da hier eh die Toiletten sind, ist es einfacher, es hier hinzubringen. So, und da die restlichen Gemälde eh nur noch in Halle C waren, habe ich mich, glaube ich, dazu entschlossen, direkt das Bild abzuliefern. Ja, schlau wie ich bin. Ah, nee, gar nicht, weil ich hatte einfach keinen Bock mehr. So war's, ich hatte keinen Bock mehr und hab mich dazu entschieden, mich zu verpissen. Ein Special-Ding an dem Job ist, jeder kennt vermutlich den zweiten Tag, wo die Übergabe der Gemälde ist. Und wenn man den ersten Tag Stealth hat, oder die Cops alarmiert wurden, aber die Cops noch nicht eingetroffen sind, ist der zweite Tag auch Stealth. Ich weiß nicht, wie da die Wahrscheinlichkeit ist, wenn die Cops noch nicht eingetroffen sind, ob es dann eine Wahrscheinlichkeit gibt. Aber wenn ihr den ersten Tag 100% Stealth macht, ohne dass die irgendwen rufen können, ohne dass ihr aufgeflogen seid komplett, ne? Dass die Cops alarmiert wurden,
dann ist der erste Tag, meine ich, immer 100% Stealth. Und es gibt, glaube ich, auch eine Wahrscheinlichkeit, dass, auch wenn ihr es laut gespielt habt, der zweite Tag Stealth ist, aber die ist sehr gering. So, wie gesagt, ihr hättet am ersten Tag mehr Gemälde noch holen können, aber Halle C war mir dann doch zu doof, dann nochmal hinzugehen und ja, die Gemälde rauszuschleppen, dass ich dachte, komm, du kannst eh nicht so viel mit den Kameras anstellen, du kannst ja am Anfang nur ein bisschen flippen, um ungefähr zu wissen, wo was ist, aber wirklich helfen, wirklich geholfen haben sie mir nicht. So, der zweite Tag ist eigentlich recht langweilig in Stealth, weil wirklich gar nichts passiert. Das Einzige, was uns gefährlich werden kann, sind die Zivis, die ich nachher fessel. Und hier hatte ich einen Lag in meinem VLC-Player. Und nochmal. Okay, der VLC-Player hat jetzt zweimal gelaggt. Ich weiß nicht, wieso. Ich weiß nur, dass es mich nervt, weil ich das letztens schon mal hatte beim Nachsynchronisieren. Es könnte sein, dass jetzt alles, was ich so ein bisschen sage, ein bisschen asynchron ist. Zum Beispiel, wenn ich sage... Jetzt ist, wo ich jetzt gesagt habe, war 1 Minute 2, würde es vermutlich nicht beim Jetzt gewesen sein. Aber, naja. Wie gesagt, ich werde nachher eh einen Cut machen. Ja. Oder generell, ich mache jetzt hier einen Cut, weil, also von meiner Sprache mache ich hier einen Cut. Ihr könnt noch sehen, wie ich jetzt gleich die Bargeldtaschen rüber zum Van schleppe und dort die Zivis fessel und dann könnt ihr euch das Taschengeschleppe noch angucken und dann geht mein Gequatsche wieder weiter, wenn wir auch wirklich beim Einbruch beim Senator sind. Dann bis gleich, Leute. Ciao. Okay, throw me the paintings and you'll get your money. Money coming down. Great, money's coming down. Great! Money coming down! That's everything! Nice doing business with you, gentlemen! Doors are open for you! We are leaving! Good, good. This will make our lives easier when we hit the Democrat. Okay, good. Now, there's a van waiting for you on the other side of that building. Go through. Load up the car, and we're done for the day. Down. That hostage will definitely make them have to regroup. Buys you more time. Make me notice you. And that's how we get out. Hurry!
perfect game. So the senator's people are very appreciative. The boss is hanging the art. Guy has no clue we're gonna clean him out. Oh well. Nice work grabbing the money, by the way. I'll keep this for the payday. That, plus the gold from the senator's apartment, should load your safe house vault nicely. Great work. Hallo und willkommen zurück. Jetzt beginnt wieder Teil 2 des Kommentieren für mich. Ja, in der Mitte habe ich, ich glaube, 2 Versuche rausgeschnitten, wo ich es versucht habe. Und die haben mir eine Menge Geld gekostet. Wie ihr seht, ich habe noch 22.000. Ich bin ja generell ein bisschen knapp immer bei Kasse, weil ich viel mit Skills ausprobiere und da immer Geld brauche und so weiter. Das heißt, ich konnte mir nur noch einen Leichensackkoffer kaufen, den ich im Kleiderschrank im oberen Stockwerk. Mal kurz überlegen, wo der Kleiderschrank war. Ich meine, es war der obere Stockwerk. Oder war, nee, gar nicht wahr. War der untere. ja, deinen Kleiderschrank habe ich mir den legen lassen. Ja. Ich habe 5 Kameras, weil ich ja 5 Gemälde hatte. Und damit kundschaftlich haben wir so ein bisschen aus, wo schon mal ein paar Sachen liegen. Ich finde natürlich wie immer nicht alle Sachen. Aber es hat auf jeden Fall schon viele Kameras, viele Wachleute markiert, was mich wundert. Okay, ich dachte, normalerweise bin ich immer übers Büro reingegangen. Gehe ich doch diesmal hier rüber rein. Aber ich glaube, hier war direkt ein Wachmann. Nö, gar nicht wahr. Okay, ich dachte, ich wäre später übers Büro reingegangen. Aber okay, dann nicht. So, hier lag nichts rum. Da den Wachmann habe ich sehr, sehr spät gesehen, weil es einfach so düster da war. Ich müsste vielleicht im Spiel ein bisschen an der Helligkeit drehen. Ah, und ich habe mich doch dazu entschieden, einerseits das Paket einzusammeln, andererseits doch über das Büro zu gehen. Manchmal liegen hier oben auch Teile, aber früher war das irgendwie öfter. Also früher, als ich den Heist gezockt habe, hatte ich das Gefühl, war öfter da oben was gespawnt. Auch zusammen mit einer Kamera. Ja, wir suchen halt momentan noch die Geräte, 2 Festplatten, ein Tablet, ein Handy und ein Laptop. Um uns reinzuhacken in sein... Ne, gar nicht wahr, um nach Hinweisen zu suchen, was wir überhaupt hier suchen. Also, wo der Safe... nicht wo der Safe ist. Was er hier hat. Ne, wisst ihr schon, was ich meine. Was kann ich dazu sagen? Wie schon am Anfang des Videos erwähnt, ist es hier sehr, sehr hilfreich, wenn man die Laserminen mit Sensormodus hat. Vor allem im Treppenhaus. Dann kann einen keinen überraschen, der von unten nach oben kommt und ihr geht von oben nach unten. Außerdem ist es auch hilfreich, es vielleicht an Türen zu machen, wo ihr schlecht um die Ecke gucken könnt oder sowas. Oder im Hauptraum oder also unten das große Wohnzimmer. Oder da, wo später der Safe ist. Um zu wissen, wenn einer in der Nähe vom Safe ist. Ja, es ist nicht viel zu sagen. Es hat auch viel mit Glück zu tun, weil das Nervigste an diesem Job ist, Wachen, die in einer Position stehen, wo ihr nicht dran vorbeigehen könnt und einfach penetrant 2 Minuten oder so rumstehen. Weil bei diesem heißt, die Wachleute wirklich sehr oft sehr, sehr lange einfach am gleichen Ort stehen bleiben. Bei anderen heißt, hat Overkill das dann anders gemacht, da bewegen sich die Leute mehr. Aber aus irgendeinem Grund ist bei dem heißt es so geblieben, war von Anfang an so und ist auch später so geblieben, dass die Leute sich kaum bewegen. Also an manchen Stellen kaum bewegen, sagen wir es mal so. Zum Beispiel das Schlafzimmer, wo wir nachher den Safe haben werden, wird sehr oft einer im Flur stehen und lange Zeit nicht weggehen. Und das ist einfach so nervig und ätzend. Ja. Normalerweise hätte ich hier auch noch eine 2. Leichentasche gekauft und eine Taschenrutsche. Aber die Taschenrutsche ist eigentlich nur sinnvoll, wenn ihr einen
zweiten Mann habt, weil der dann die Taschen oben reinwerfen kann und ihr könnt sie unten rausnehmen oder umgekehrt. Und genau den Typen meine ich. Der Typ, der sich da jetzt hinstellt, wird eine Ewigkeit da stehen und ihr kommt einfach nicht da unten dran vorbei. Und wenn ihr dann da rechts im Schlafzimmer euren Safe habt, dann habt ihr noch mehr Probleme. Und ich frage mich einfach, woran sich der Typ anlehnt, aber na gut. Ja, ich lasse euch das restliche Gameplay jetzt so runterlaufen. Ich weiß, wie gesagt, nicht, was ich jetzt noch viel dazu sagen soll. Ich habe eben schon viel zu dem Heist gesagt. Ihr werdet sehen, ich werde nicht alles Gold rausholen können. Aus einem kleinen Problem einfach. Aber naja, ich habe mir Mühe gegeben, so viel wie möglich rauszuholen. Und ich hoffe, das reicht euch. Und ich wünsche euch noch viel Spaß beim restlichen Gameplay. Habt einen schönen Tag und viel Spaß beim Nachzocken. Ciao. Yes, that is the epicenter, right there. This I wonder what kind of treasure that house can hold. Congratulations, okay, on with our heist here. Careful, guard! Look at all these nice things. Must have done a lot of public service in his career. Guard on patrol. That's one of the external hard drives. I believe you can do this. That's his phone. Good. I think you're gonna do this if you keep it up. Great! You found the laptop! Great! Now get them up to the station on the roof and connect them! Devices to the station on the roof. All right now, I have access. Hold on a sec. Okay, we're gold. I think I got everything we need. You should be able to access his desktop computer now. It's located in his office. Okay, be careful. It'll be worth sneaking all the way through, boys. No alarms, and this framing will be perfect.
just a little problem. I don't actually know where the fault is, physically. Look for bookshelves. See if you can move them and find something. Guard, stay back. Man, this place. Find that gold and we can buy one of our own. Guard, watch it. Guard on patrol. There you go. Now, let's frame this guy. Get up on the roof, and our guy will throw you the coke. Carry the coke down to the vault and plant it outside in the pre-vault room. I fell over. Heart stopped for several seconds. Fine now. No need for backup. Down to the vault and plant it outside in the pre-vault room. Three.
Carry the coke down to the vault and plant it outside in the pre-vault room. Don't alert the guard. Guard, watch it. Guard, watch it. Carry the coke down to the vault and plant it outside in the pre-vault room. Guard on patrol. Guard, stay back. Public office. Wow. We are in the wrong line of work, gentlemen. Look out, guard. Guard, stay back. Guard. Guard, stay back. Look out, guard. Don't alert the guard. Public office. Wow. We are in the wrong line of work, gentlemen. Control. Nothing to report. Carry the coke down to the vault and plant it outside in the pre-vault room. That's five. Carry the coke down to the vault and plant it outside in the pre-vault room.
Again. Dreaming, no one. Oh, public office. Wow, practice. We are in the wrong line of work, gentlemen. Wait, what's this? Guys, they just reinforced the security here. Use the camera to see when they turn on, and then turn them off again. Look at all these nice things. Must have done a lot of public service in his career. Use the camera to see when they turn on,
and then turn them off again. Control. It's clear here. I repeat, the living room is A-OK. Over. Look at all these nice things. Must have done a lot of public service in his career. There was a replay for that. Well, we didn't get the gold, but we'll still be compensated for the successful frame job we pulled. Well done, people.